Was ist zunächst einmal Verjährung? Im Zusammenhang von Verjährung spricht man von der sogenannten Einrede der Verjährung. Und Einrede der Verjährung ist einfach ein Argument, das man bringen muss, aktiv bringen muss. Man muss die Einrede der Verjährung machen, das heißt, man muss sagen, Herr Richter, wenn ich mir das so anschaue, wann dieser Anspruch entstanden ist, das ist ja verjährt. Das muss man sagen. Einrede der Verjährung. Das heißt, wenn man die Einrede der Verjährung macht, dann besteht zwar der Anspruch noch, er ist aber, und das notieren wir, gerichtlich nicht mehr durchsetzbar. Ja, das heißt also, irgendwo in diesem abstrakten Bereich, wo wir mit Begriffen arbeiten wie Schuld, Verpflichtung, ne, zweites Buch BGB, ist der Anspruch noch da, aber die Rechtssysteme helfen wir nicht mehr, diesen Anspruch auch durchzusetzen, wenn der andere die Einrede der Verjährung macht. Und jetzt kommt der Kontrast zum Erlöschen. Was ist Erlöschen? Der Anspruch ist untergegangen. Das heißt, hier braucht man keine Einrede mehr zu machen, weil der Anspruch gar nicht mehr da ist. Das ist der Unterschied. Bei Verjähren ist der Anspruch noch da, bei Erlöschen ist der Anspruch nicht mehr da. Bei Verjähren muss ich mich gegen den Anspruch wehren, indem ich sage, Moment mal, ich mache die Einrede der Verjährung. Beim Erlöschen muss ich mich gegen nichts mehr wehren, weil nichts mehr da ist. Das ist der Unterschied.